Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um die Anlageintensität. Vorher die Einordnung. Wir sind im Rechnungswesen. Und im Rahmen des Rechnungswesens sind wir in der Jahresabschlussanalyse. Jahresabschlussanalyse. Und dies hier, die Anlageintensität, ist eine Kennzahl im Rahmen der Jahresabschlussanalyse, die wir hier auch Bilanzanalyse nennen können, denn wir sind tatsächlich in der Bilanz. Die Anlageintensität ist eine Kennzahl aus der Bilanz. Es ist eine Kennzahl, die zu tun hat mit Bestandsgrößen. Ja, im Jahresabschluss, vielleicht sollten wir das kurz eben, im Jahresabschluss finden wir Bestandsgrößen, Bestände an Sachanlagen, Bestände aber auch an Schulden. Ja? Und die finden wir in der Bilanz. Und wir finden Erfolgsgrößen, Werteverzehre wie Abschreibung und Wertezuwächse wie Umsatzerlöse. Und die finden wir in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Anlageintensität ist eine Kennzahl, die ausschließlich aus Bestandsgrößen der Aktivseite der Bilanz gebildet wird. Anlageintensität bedeutet, wir sind in der Bilanz mit Aktiv- und Passivseite und wir sind auf der Aktivseite der Bilanz, denn die Anlageintensität hat zu tun mit unserem Anlagevermögen. Sie wissen, die Grundstruktur ist hier AV, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Gesamtvermögen. Und diese Anlageintensität ist gleichzeitig eine Quotenkennzahl. Eine Quotenkennzahl bildet man, indem man eine Teilmasse ins Verhältnis setzt zu einer Gesamtmasse. Im Nenner steht also immer die Gesamtmasse, das, was man gerade betrachtet, der Gesamtheit. Und im Zähler steht die entsprechende Teilmasse. Wenn man zum Beispiel Frauenquote, worüber ja viel diskutiert wird, berechnet, dann hat man im Nenner Männer und Frauen und im Zähler die Frauen. Und dann berechnet man die Frauenquote, den Anteil der Frauen an den Führungskräften zum Beispiel. Ja, das wäre eine Quotenkennzahl. Alle Quotenkennzahlen oder Quotenzahlen, Quotenkennzahlen werden so gebildet, Teilmasse zu Gesamtmasse. Und die Anlageintensität wird entsprechend auch so gebildet. Anlagevermögen ist die Teilmasse, Gesamtvermögen ist die Gesamtmasse. Das heißt also, wir bilden diese Kennzahl entsprechend dieser Zusammenstellung hier. Im Zähler kommt die Teilmasse, das ist in dem Fall das Anlagevermögen, und in den Nenner kommt das Gesamtvermögen, das Ganze mal 100. Dann haben wir den quotalen Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine Kennzahl, ich sagte es schon, die man rein aus dem Zahlenwerk der Bilanz und zwar rein aus der Aktivseite bilden kann. Denn das kann der Prüfer in der mündlichen Prüfung fragen. Sagen Sie mal um die Anlage, lassen Sie uns mal über Anlageintensität reden. Vom Jahresabschluss, Sie wissen, da gibt es Bilanz und G&V und noch ein paar andere Elemente. Was brauche ich denn, um die Anlageintensität zu bilden? Und die Antwort lautet, ich brauche die Bilanz und streng genommen brauche ich nur die Aktivseite der Bilanz, dort wo die Vermögenswerte stehen. Anlageintensität nennt man auch Anlagequote. Das ist das Gleiche. Anlageintensität gleich Anlagequote. Und damit wird noch klarer verraten, dass es eine Quotenkennzahl ist. Berechnet also den prozentualen Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Das ist die Berechnung der Anlageintensität oder Anlagequote. Im nächsten Video sprechen wir darüber, was diese Kennzahl aussagt. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.